So, hier liegt gar nichts, außer die üblichen Hoffnungen und Träume, die wir immer wieder gerne erwähnen. Drei Stücken Fleisch haben wir uns jetzt geräubert. Naja, 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 naja. Knarz. Kann man sich an den Häusern, an diesen Bäumen nicht ein bisschen was abharvesten? So, wie sieht's aus mit dem Colt? Ich laufe nochmal nach Hause. Hier im Holzfäller-Camp ist eh scheißegal. Dann können wir das Fleisch da wenigstens mal ein bisschen flott machen. Da haben wir auch die Holzvorräte. Ist mir sicherer, als hier durch die Gegend zu krepeln, ehrlich gesagt. Und ich werde jetzt schon ein bisschen übermütig, weil ich nirgends Wölfe finde, laufe ich einfach querfeldein. Ja, in der Hoffnung, hier noch irgendwas zu finden, aber da geht's auch noch irgendwo hin, oder? Das sieht aus, als würde es da noch irgendwo hingehen. Aber für uns heute da nicht. Wir gehen erstmal zurück, bringen das Fleisch in Sicherheit. Wir haben jetzt eine Axt, damit können wir ein bisschen Holz fällen, das können wir zumindest versuchen. Da unten geht's auch noch lang, da waren wir auch noch nicht. Hier nach links können wir noch gehen. Wo der Ort ist, wo ich vermute, dass es vielleicht eventuell da auch eine Schusswaffe geben könnte, aber dazu müssten wir diesen Ort überleben. Das ist hier nicht unbedingt sicher. Wir gehen erstmal wieder nach Hause zu unserem Stützpunkt, weil das vernünftig ist. Wenn man überleben möchte, und es ist ja ein Survival-Game, dann muss man immer vernünftig sein. Nicht wagemutig, nicht verrückt, nicht wahnsinnig. Nicht tapfer natürlich schon, wagemutig natürlich auch in gewisser Art und Weise, aber natürlich darf man dabei den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Man muss sich allgemein ein bisschen mehr zurückhalten und das Risiko mehr abwägen, als man es sonst tun würde, solange die Zivilisation noch funktioniert, was sie hier ja nicht tut. Mich wundert echt, dass wir noch nicht einen einzigen Wolf gesehen haben. Ich höre die zwei links und rechts hier immer. Und wenn man die hört, ist es ein Zeichen dafür, dass mindestens ein Wolf da rumschleicht. Aber gesehen habe ich die hier noch nicht. Sehr merkwürdig. Das verstehe, wer will. Ich rede manchmal ganz nah ans Mikrofon. Das hört sich komisch an, als würde ich bei einer Porno-Hotline arbeiten. Vielleicht mache ich das einfach nebenbei bei den Let's Plays. Ja, hallo, hier ist der geile Günther. Handyempfang wäre hier auch noch so eine Sache. Gibt es in Kanada Handyempfang? Eigentlich ist doch fast überall Handyempfang. Und hier hinten sind ja auch Häuser und sowas, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, welches Datum wir überhaupt haben. Ich weiß gar nicht, wann wir... Wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt, das heißt, es gibt schon Flugzeuge, aber an den Rest, keine Ahnung. So, wie sieht's aus? Cold geht, Hunger. Der Hunger treibt's langsam rein. Wir sind die ganze Strecke gelaufen, ist ja auch anstrengend. Und hier laufen immer noch Grundnahrungsmittel rum, die wir einfach nicht abernten können. Es ist doch tragisch, die leben ja alle noch. So, da sind wir jetzt also. Ja, wir sind zu Hause. Erstmal ein Feuerchen machen. Wie sieht's denn aus? Da haben wir kein Holz mehr. Wir sollten uns dann wieder Holz holen. Ja, mal. Ach, hier kommt Transfer. Ja, Hunger hat der gute Mann natürlich auch. Aber erstmal wollen wir natürlich hier ein kleines Feuerchen machen. We didn't start the fire. It was always burning since the world was turning. La 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 la. Yeah, und das Feuer brennt. Ich freue mich sehr. 57 Minuten, da brennt es nicht sehr lange. Aber ich hoffe, es reicht zum Kochen. So, da haben wir das. Da haben wir das.
Na, ob das reichen wird? Ne, das reicht nicht. Schade. Vielleicht sollte man doch mal langsam... Ach komm, da hauen wir uns gleich mal so eine Haxe, hauen wir uns gleich mal in den Hals. Lecker, lecker, lecker. Theoretisch können wir uns eine zweite davon direkt in den Hals hauen. Dann haben wir nämlich gar keinen Hunger mehr, aber dann haben wir zwei Haxen gegessen. Es hilft ja nichts, wir müssen ja was essen. So, dafür haben wir jetzt den Hunger komplett besiegt. Jetzt noch ein bisschen was trinken. Ich hoffe, das reicht. Wir müssen uns auch wieder neues Wasser machen. Es hat noch gereicht. Sehr gut. Also das sieht soweit die Werte schon mal gut. 4 Tage, 6 Stunden ist eigentlich eine gute Sache. So, jetzt aber erstmal wieder Feuerchen machen. Beten, dass es brennt. Ja, Kohle da ist ja gut. Bete, 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 bete. Und es brennt. Man hört immer, wenn es Feuer zieht. So, dann kochen wir uns erstmal ein bisschen was und theoretisch können wir dann noch ein bisschen Schnee einschmelzen. Cold ist ja gerade eh easy. Hier 1 Liter können wir nochmal einschmelzen. Das können wir dann purifieren. Ich mag das, wenn der Ofen einfach so brennt. Ich wünschte, man könnte ihn einfach so brennen lassen und der wird dann einfach mal... Oh, nicht schon wieder. Und der wird dann einmal so 5, 6 Stunden brennen. Oh nein, bitte nicht. So, da haben wir nur noch 3 von den Dingern. Also langsam wird es dann doch wieder ein bisschen kritisch. Oh, und es ist windig. Wie spät ist es? 15.37 Uhr. Raus kommen wir nicht mehr. Oh, ich wünschte, man könnte es einmal brennen lassen und die ganze Hütte wäre dann hutzelig. Das wäre so schön. Scheiße. Oh, mir ist schon wieder kalt vom Zuhören. Ich wollte eigentlich noch... Was soll's? Es ist zwar scheiße kalt, aber ich wollte die Axt noch ausprobieren. Und solange es noch nicht nachts ist... Okay, der Schneesturm hält sich in Grenzen. Ich habe gerade ein komisches Geräusch gehört. Jetzt bin ich paranoid. Komisches Geräusch macht mich paranoid. So, ich gehe mal wieder hier in das Waldstück. Und wir sammeln Holz. 2 Stunden mit der Hatchet. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich hoffe, wir werden nicht erfrieren. Wir werden sowas von erfrieren. Freezing, sage ich doch. Oh, 4 Firewood. 8 Firewood, geil. Aber dafür ist die Hatchet auch ein bisschen down. Wir müssen mal gucken, wie wir Sachen reparieren können. Haben wir überhaupt Scrap Metal diesmal gefunden in der Runde? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben noch gar kein Scrap Metal gefunden, um Sachen zu reparieren. Kleidungsstücke gehen zwar, aber ich meine, wir können natürlich kaputte Sachen. Aber wir haben keine kaputten Sachen. Vielleicht so ein Dosenöffner, weil wir keine Dosen mehr haben. Die könnten wir auseinandernehmen, da kriegen wir bestimmt ein bisschen was. Never felt so cold in my life. Yeah, 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 now go in the house, there is a bit warmer, du alter Käseschinken, du. Wäre das nicht schön, wenn wir jetzt nach Hause kommen und der Ofen würde noch brennen? Ach ja, ich sage hutzelig. Ich hätte es hier gerne hutzelig, nicht so kalt wie jetzt. So, never felt so cold, natürlich. Und dafür haben wir jetzt aber ein bisschen Holz. Können wir theoretisch Wasser einschmelzen. Ich packe erstmal wieder ein bisschen Holz hier rein. Food and Drink, lalalala, Material, ist das Material? Ja. Mhm. Okay. Transfer. Das ist nicht so, was, wie? 4 Kilo. Mhm, wiegt nur 2 Kilo. Brennt nicht so lange.
So, da haben wir 4 für Firewood, 22 Kilo, wir sind ein bisschen oversized quasi. Pro Stück 1 Kilo, Transfer. Das müsste ja gehen. Okay, hat geklappt. Jetzt waren noch 3 im Gepäck. Und jetzt mache ich nochmal, zack, 2 nochmal rein. So. Ich weiß gar nicht, was hier immer so schwer ist eigentlich. Wie soll man die 2 Can-Opener? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, die Priber haben wir jetzt ja auch noch da. Die kann man vielleicht noch auseinandernehmen. Da müssen wir mal gucken, was wir wieder alles ablegen müssen. Und die Lampe. Mit der Lampe hätte man theoretisch durch die Nacht gehen können, natürlich. So. Müssen wir das eigentlich? Ich meine, das Cold sinkt jetzt langsam. Wir müssen jetzt kein Feuer mehr machen eigentlich. So, wir haben nur Klamotten dabei, die wir tragen. Ich guck mal ganz kurz. Den Can-Opener, da kriegen wir 1 Scrap Metal von. Da können wir vielleicht was reparieren. Ja, ja. Prybar kriegen wir 2 Scrap Metal von. Eine Down-Weste, 2 Cloth. Da harveste ich gerade mal. Okay, haben wir 2 Cloth gewonnen. Und Can-Opener, Newsprint, Can-Opener. Wir haben eh 2 Can-Opener. Aber Scrap Metal, ich weiß nicht, ob wir das schon gebrauchen können. Ich behalte erstmal den Can-Opener, ich packe den erstmal hier rein. So. Tool, Can-Opener, lalalala, den 83er, zack. Den besseren behalten wir gerade mal im Inventar. Flare haben wir ansonsten so ein paar. Hunting Knife, Pry Bar brauchen wir auch nicht zwingend. Können wir erstmal... Können wir nicht ablegen, weil die zu schwer ist. Die Hatchet hat 34 Condition, die müssen wir unbedingt reparieren. Die Axt ist, glaube ich, lebensnotwendig hier und die geht aber sehr schnell kaputt, wie es aussieht. So 1,8 Kilo für das Ding. Ich glaube, die Storm Lanterns packe ich mal nochmal lieber hier rein, oder? So. Ah, die Drama Queen ist wieder am rumknötern. So, Fire Striker brauchen wir nicht zwingend. Condition 22, die lege ich mal hier mit rein. Würde ich ungern auseinandernehmen. Hunting Knife, Pry Bar, 1 Kilo. Ach, weißt du was, tue ich mal mit da rein. Hätten wir auch hier mit reinlegen können. Ich glaube, ich tue mal lieber da mit rein. Haben wir hier hinten so, zum Feuer, zum Licht machen und sowas. Und hier packe ich mal die Pry Bar mit rein, weil die da einfach thematisch irgendwie besser aufgehoben ist. Ich weiß gar nicht warum. So, da müssen wir gleich mal gucken. Wir haben Hunger, wir haben Durst, wir haben eigentlich alles. Hunger und Durst gar nicht mal so wenig und es ist auch noch relativ kalt und wir sind sehr erschöpft. Okay. Eieieiei. Nehme ich mir mal so ein Wernison wieder raus. Da mal 5. Oh. Die halten jetzt wohl doch nicht mehr, wie es aussieht. Früher, es gab ja zwischendurch so einen kleinen Mini-Patch. Die haben früher gehalten hier drin. Jetzt inzwischen nicht mehr, wie es aussieht. Das heißt, ich hau mir den mal gerade rein. So. Zack, noch einen kann ich nicht essen. Das wäre Verschwendung. Dafür kann ich mir noch ein paar Salty Crackers reinhauen. So, das hat den Hunger genau beendet. Was haben wir denn noch an Food and Drink? Water Portable haben wir nicht mehr so viel, leider. Das reicht nicht. Ich benutze mal eine gerade. Und dann stellen wir mal 1 Liter safes Wasser her. Und dann trinken wir uns erstmal fit und können dann hoffentlich pennen gehen. So, warte. Equipment. Water Portable. Drink. Also ein paar Tage werden wir schon noch überleben. Aber ich fürchte, das war's dann auch schon. Wir hätten echt eine Knarre gebraucht. Ich glaube, wir werden verhungern. Ich bin mir da fast sicher. So, Fatigu geht. Es ist 19 Uhr. 4 Stunden. Ich mach mal 8 Stunden bis 3:30 Uhr morgens. Ich muss nämlich noch ein Let's Play aufnehmen und hochladen. Deswegen stehe ich lieber früher auf. Stelle ich mir den Wecker früher, damit ich das heute noch schaffe. Es ist vielleicht ein wenig düster. Scheiße. Ich trinke noch mal ein bisschen Wasser.
wir haben hier drin wenigstens... Okay, komm. 2 Stunden hauen wir uns nochmal hin. Nachts immer nochmal aufstehen zum Trinken. Kennt man ja vielleicht. Und es ist ein bisschen heller, Condition 100%. Wie lange haben wir denn jetzt... Wie lange haben wir jetzt noch gelebt? 4 Tage, 21 Stunden. Das heißt, die 5 Tage kriegen wir voll. Juhu, gibt ein Steam Achievement. Juhu, 5 Tage leben. Ich bin so dankbar. Und ich fürchte, dass 10 Tage kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir 10 Tage aushalten. Aber egal, was willst du machen. So, ich wollte mal ganz kurz gucken, ob ich meine Repair Skills... Ich vermute nämlich mal, wenn es Feuermach-Skills gibt, gibt es wahrscheinlich auch Repair Skills. Dann schauen wir mal, was haben wir denn da? Condition, Condition, Condition. 77, 75. Basic Loaves nehme ich mal so. Basic Wool Hat. Cotton Socks, was ich doppelt habe, werde ich mal auseinanderfriemeln. 62, 69, die Jeans kann man ja gebrauchen. Basic Gloves, dann zack. So, und dann schaue ich mal ganz kurz. Dann harvesten wir mal ganz kurz von Sachen... Schade, dass man hier nicht irgendwie gucken kann. Naja, egal. Die sollten generell, die man trägt, die Sachen, die sollten generell davon ausgenommen sein, finde ich. So, das gibt einen Kloß. Basic Gloves. Gibt auch einen Kloß. Cotton Socks. Gibt einen Kloß. So, Jeans. Gibt auch einen Kloß. Oh, die Zeit verstreicht, die Kalorien gehen runter. Noch eine Jeans, da verstreicht die Zeit auch. Ist alles Zeit, die wir keine Nahrung sammeln können, aber ich wüsste auch nicht wo, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, wo wir noch Nahrung finden sollen. Leider können wir uns ja nicht von Wurzeln und sowas annähern. So, Can-Opener mache ich jetzt mal nicht. Ich glaube, damit haben wir erstmal soweit alles runter. Was ist denn Yield? Achso, das, was man kriegt, okay. Damit haben wir das schon mal. Repair. Was wir noch bräuchten, ist natürlich hier, da haben wir auch noch Klos. Ich packe mir mal alles damit rein. All, so, Transfer. Ein Sewing Kit, beide 100%. Zack. Und dann gucke ich mal Repair. Wir haben Mittens. Unsere Mittens sind nur noch 19%. Das ist nicht so geil. Quality Winter Coat war auch mal besser. Repair Skill 60. Siehst du, ich wusste, wir haben einen Skill. Repair Amount 25. 80% Chance haben wir, dass das funktioniert. So, 44%. Ich hau da nochmal ein Kloß mit rein. 61 Repair Skill. Das heißt, wir skillen jetzt langsam unsere Repair Krams. 69% die Mittens. Anschließend den Winter Coat. Oh, da brauchen wir sogar 2 Stück. Dauert 1 Stunde 30, bis wir das repariert haben. Oh, 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 oh. So, dafür 73%. Unsere Klamotten werden langsam besser. Das Problem ist einfach nur, dass wir hier elendig verhungern werden. Ich nehme mal das hier, das 19%ige. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, länger haltbar, wenn man es irgendwie hier im Kühlschrank lässt, sozusagen. Ich eate das mal. 19%, bitte keine Lebensmittelvergiftung. Ja, Gott sei Dank. 1600. Ey, ich eate dich, Junge. Pork and Beans. So, hau ich mir mal alles rein. Wie man sieht, unsere Vorräte gehen zur Neige. Wir werden so oder so sterben. Eate, 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 eate. Aber wir halten noch ein bisschen durch. So gut es eben geht. Ite, 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 ite. Und jetzt noch einmal Pork and Beans hinterher, dann sind wir soweit wieder fit. Ite, 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 ite. Hm, das hört sich mal so köstlich an. Wieder herdiniert. So, Summit Soda. Ich würde sagen, wir bräuchten eigentlich ein bisschen Wasser. Vielleicht sollten wir uns da noch ein bisschen Feuer machen.